Militärischen Spezialeinheiten werden in der Regel besondere Fähigkeiten attestiert. In Weißrussland hat man offenbar eine eigene Vorstellung davon, was das bedeutet. Auf einem Militärstützpunkt im weißrussischen Brest präsentiert die 38. Luftangriffsbrigade im Rahmen militärischer Feierlichkeiten ihre scheinbar extremen körperlichen Fähigkeiten. Zu den Demonstrationen gehören neben Nahkampfübungen und handwerklichen Einlagen vor allem absurd anmutende Vorführungen. Soldaten zerschmettern Betonklötze an ihrem Kopf, mit Vorschlaghämmern werden noch größere Blöcke auf den Körpern der Kollegen zertrümmert. Und auch ihre besondere Stärke soll unter Beweis gestellt werden. Ein Soldat zieht mit einem Brustgurt gleich drei Autos hinter sich her, ein anderer balanciert einen Tisch, eingeklemmt zwischen Brust und Kinn. In einem farbenfrohen Spektakel führt ein weiterer Soldat Saltos an einem Reck durch, an seinem Bein eine orangefarbene Rauchbombe. Untermalt wird die ganze Inszenierung mit Musik und Tanz. Es ist nicht das erste Mal, dass die vermeintlich spektakulären Talente der belarussischen Soldaten für Aufmerksamkeit sorgen. Bereits Anfang des Jahres lösten Videos von inszenierten Kampfeinlagen Spott in den sozialen Medien aus. Die belarussische Armee veröffentlicht regelmäßig Videos von der Ausbildung der eigenen Truppen, um die Schlagfertigkeit und Stärke der eigenen Streitkräfte zu unterstreichen. Ob Fähigkeiten wie diese in einem Kampfeinsatz tatsächlich von Nutzen sind, darf zumindest angezweifelt werden.